Das passiert mit deinem Körper, wenn du jeden Tag Ingwer isst. Erstens, antioxidative Eigenschaften. Gingerol ist die wichtigste bioaktive Verbindung im Ingwer und hat starke entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften. So kann es zum Beispiel helfen, oxidativen Stress zu verringern und Schäden durch freie Radikale im Körper zu minimieren. Zweitens, lindert Übelkeit. Ingwer hat sich als wirksam gegen Übelkeit erwiesen und kann bei Menschen, die sich bestimmten Operationen unterziehen müssen, zur Linderung von Übelkeit und Erbrechen beitragen. Ingwer kann auch bei chemotherapiebedingter Übelkeit helfen. Schwangere Frauen können Ingwer verwenden, um schwangerschaftsbedingte Übelkeit, wie zum Beispiel morgendliche Übelkeit, zu lindern. Aber Vorsicht! Ärzte raten dazu, im letzten Drittel der Schwangerschaft auf die Einnahme von Ingwer zu verzichten und hochdosierte Ingwerkapseln im Allgemeinen zu vermeiden. Drittens, bekämpft Krankheitserreger. Bestimmte chemische Verbindungen im Ingwer helfen dem Körper bei der Bekämpfung von Keimen und sind besonders gut darin, das Wachstum von Mikroorganismen zu stoppen. Sie können auch Viren wie das Respiratory Syncytial Virus unter Kontrolle halten. Viertens, lindert Muskelkater. Ingwer lindert Muskelschmerzen nicht sofort, aber er kann den Muskelkater auf lange Sicht lindern. Einige Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Muskelschmerzen, die regelmäßig Ingwer zu sich nahmen, am nächsten Tag weniger Schmerzen hatten als diejenigen, die dies nicht taten. Fünftens, hilft bei der Senkung des Cholesterinspiegels. Der tägliche Verzehr von Ingwer kann dazu beitragen, den schlechten Cholesterinspiegel, Low-Density Lipoprotein, LDL, im Körper zu senken. In einer Studie wurde der Verzehr von 5 Gramm Ingwer pro Tag über einen Zeitraum von fast 5 Monaten mit einer Senkung des LDL-Cholesterinspiegels um durchschnittlich 30 Punkte in Verbindung gebracht. Zum Schluss sei noch gesagt, dass durch den Verzehr von Ingwer in seltenen Fällen auch Nebenwirkungen wie Sodbrennen oder Magenschmerzen auftreten können. Vermeide daher die Einnahme von Ingwer, wenn du starke Medikamente einnimmst, da es so zu negativen Wechselwirkungen kommen könnte. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da. Vergiss auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer Videos mehr zu verpassen. Schau auch auf unserem neuen Kanal BodySculp vorbei, wo wir jede Woche neue Videos zum Thema Abnehmen, Muskelaufbau und Fitness hochladen. Das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal und noch einen phänomenalen Tag!